Hallo und herzlich willkommen zum Herunterfall-Simulator mit Truthilde und Sanita. Gott, waren es schlechte Namen. Guten Tag. Also Sanita fand ich ja noch ganz interessant. Aber Truthilde, naja, also mal ganz im Ernst, Pox, da hattest du schon bessere Namen, ja, Poxilda. Naja, gut. Also ja, wir sind wieder hier auf unserem Server und ja, wir wollen jetzt hier noch unseren Keller ein bisschen weiter ausbauen, bevor wir dann mit der Burg anfangen. Sabrillas, hast du eigentlich mal geguckt? Ich wollte dir das mal zeigen. Achso, du bist gerade schon am gucken? Ja, ich wollte gerade Bäumchen fällen. Wolltest gerade mal gucken? Ja, sehen doch schön aus, ne? Ja, die kommen jetzt wieder weg und dann werden da neue hingepackt. Nein. Ich habe übrigens vorhin mal testweise, also Entschuldigung, liebe Entwickler, dass ich da gemeckert habe, aus einem Baum habe ich 2 Setzlinge rausbekommen. Du bekommst das jedem Baum eine Setzlinge aus, oder? Kann man denn, ich weiß nicht, ob ihr es schon ausprobiert habt, kann man denn... Kotz dich aus! Wow, 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 wow! Maus, hallo, aufwachen! Gott, oh Gott. Auch auf diesem braunen Boden, also da, wo kein Gras mehr ist, achso, es gibt ja auch eine Sense. Das hatten wir doch schon, das hast du doch selber gemacht. Das hast du doch selber gemacht an deiner Imbissbude. Ja, ich hab da hier auch weggesenzt alles. Yep. Damit man die Setzlinge sieht. Okay, ist gut. Genau deswegen. Ich verziehe mich wieder in meinen Keller. Tu das. Genau, auch noch in deinem Keller. Also. In unserem Keller. Genau. Aber, ja, ich habe gerade auch 2 Setzlinge rausgekriegt. Ja, also anscheinend ist es drin. Liebe Entwickler, tut mir leid, das kann man halt in dem hohen Gras nicht sehen. Deswegen. Also, ich habe jetzt 2 Bäume gefällt und habe 4 Setzlinge rausbekommen. Also, das geht. Ja. Ich glaube, vielleicht kann es auch sein, dass die selber gesetzt sind, einfach mehr produzieren. Das kann auch sein. Nee, ich hatte ja einen gefällt, der nicht gesetzt war. Achso, okay. Ja gut, das kann ich ja vorher nicht wissen, ne? Oh, der fällt genau in die Höhle. Na klasse. Viel Spaß. Hast du eine Kerze Ja, ich habe eine Kerze mit. Ja, aber eine Fackel. Ich habe einen Weg über den Canyon gebaut. Ich lasse den einfach mal so liegen, das sieht stylisch aus. Okay. Müsst ihr euch gleich mal angucken, das sieht echt gut aus. Pox, wie tief willst du da noch? Keine Ahnung. Wollten wir nicht drunter noch was bauen? Ja, aber da kann man doch dann von unten ausführen. Ja, stimmt. Mach erstmal hier oben weg. Nein! Noch einer? Der nächste Baum. Wir brauchen hier mehr Zauntro. Ihr müsst euch das gleich echt mal angucken, komm. Bin ja schon fast auf dem Weg. Pox, der Sanrillis und ich, wir verwenden übrigens kein F2 mehr während der Aufnahme. Hab ich das doch auch nicht gemacht, ja, oder? Doch, als du zu Sanrillas gegangen bist, wegen dem Bäumchen gucken. Nein, nur beim Zurückkommen. Puff. Oh, hier, solche Unterstellungen lasse ich mir nicht gefallen von euch. Warum denn nicht? Darum? Geht das denn? 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 Was denn überhaupt? Ich komm nicht auf den Stumpf drauf. Was? Doch geht. Das habe ich auch schon vorhin gehabt. Du musst nicht auf den Stumpf, du musst auf den Zaun und dann rüber. Yippie! Sieht genial aus, oder? Boots are made for walking. Aber guck dir den anderen an, den ich da reingekriegt habe. Der hat einen ganz schönen Ständer. Passt ja zu Pox. Hä? Das habe ich nicht gesagt. Hä? Ich rede von dem Mikrofonständer. Achso, ja. Ah, da bist mal ein Tag nicht dabei, ne? Und dann kommen schon solche Sachen. Ja, was, wenn du dir den Mikrofonständer ins Gesicht haust? Schön wäre es, wenn man noch die Fallrichtung so ein bisschen bestimmen könnte. Ja, so von wegen immer entgegengesetzt zu dem, wo du schlägst, ne? Ja, das wäre. So wie es halt auch ist, ne? So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ups. Ich muss da oben noch die Decke setzen. Aber so sieht die Raumhöhe schon ganz gut aus, finde ich. Ja. Ist auf jeden Fall besser. Wie zuvor. Also würde das dann mit der Decke aussehen, ja. So, dann gehen wir hier mal wieder runter. Und müssen wieder Steinchen kloppen. Ja, wir brauchen ja jede Menge Steine, ne? Ja. Wenn wir so eine richtige Burg bauen wollen, mit allem drum und dran und Pferdestellen und einen Keller für Pox und so. War es nicht du der im Keller? Naja, gut, du bist eigentlich ein Drache, du musst im Turm leben, aber... Ja, ich gehöre ganz nach ganz oben. Nee, Pox, wir wollten einen Spielkeller machen für mich und du darfst dann meine Sklavin sein. Ja,
Also so ein schönes mittelalterliches Verlies und Truhe ist deine Domina. Kommt schon. Hast du Kopfkino? Mir fallen halt keine doofen Sprüche ein, das ist das Problem. Ich bin irgendwie noch nicht ganz auf der Höhe heute. Ach gut. Schlecht. So. Ansonsten, wir haben ja gestern ein, oder vorgestern eine Servervorstellung gemacht, lieber Pox. Habt ihr das? Wir waren ja auf dem Kadaboom-Server. Kadaboom. Kadaboom, ja. Und die Leute vom Kadaboom-Server haben gefragt, ob sie nicht mal, ob wir nicht mal bei denen was auf dem Server bauen möchten. Die wollen das, die wollen ernsthaft, die wollen ernsthaft, dass wir bauen? Yep. Okay. Die wollen aber sicherlich nicht, dass ich baue. So, du brauchst eine schöne Höhle. Was, also ich finde deine Höhle echt stylisch, muss ich sagen. Mir gefällt die voll. Die wird dir noch mehr gefallen, wenn sie dann irgendwann mal fertig wird. Ja, ich meine nur, klar, ein paar Leute haben da ein paar Korrekturen gemacht und haben dein Klavier rausgenommen, was da nicht reingepasst hat so wirklich. Aber naja. Hä, wieso das Klavier raus? Was soll denn das? Das Klavier, also es wurden auch Teile aus unserem Haus rausgeschlagen und so weiter. Finde ich nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Und alle meine Kisten sind weg samt Inhalt. Das ist auch aber nicht naja. Schön. Beim nächsten Mal. Die Leute wissen ja, wenn sie unsere Let's Plays gucken, dass sie dann lieb sein sollen, ne? Wir haben ja schon einen Appell gestartet. Nee, aber wie gesagt, also jetzt haben wir den Kadaboom-Server vorgestellt, haben noch ein paar andere zwei Server vorgestellt, die weiß ich jetzt so nicht aus dem Kopf. Dann über mein Haupt. Und ja, wenn ihr wollt, dass wir euren Server mal vorstellen und ihr irgendeinen ganz speziellen Server habt, schreibt's in die Kommentare. Genau. Tut mir leid. Wie sollen wir hier jemals wieder rauskommen, Dro? Das ist eine Leiter. Pox? Ja? Kennst du eigentlich die Looney Tunes? Die Looney Tunes. Au! Ups. Ups. Ach, schade. Ist gar nicht so tief. Oh. Warum stirbst du einfach? Held. Weil ich nur eine Energie hatte. Gut, dass wir nicht so wie in Sky Family dann nicht aufnehmen dürfen. Tro darf jetzt nicht aufnehmen morgen, weil er ist gestorben. Ja, ist klar. So, was brauche ich denn? Die Steine brauche ich schon mal ganz wichtig. Das Holz, ich habe sau viel Holz geholt. Dass man auch ja dann schön für Möbelstücke und so weiter, ne? Ja, bis auf den einen Baum habe ich jetzt alle gefällt und will jetzt nur versuchen, in diese Schlucht, die wir da haben, von meiner Höhle aus einen Tunnel zu bauen. Dass wir da auch rein können, weil sonst, wenn du da runterspringst, bist du, glaube ich, halb tot. Gut, das wird Pox ja jetzt nicht aufhalten, aber. Oh, geht's hier eigentlich hin? Ach, verdammt! Ah. Wo geht's wohin? Ja, hier, da war so ein Loch und ich dachte mir so, da geht's irgendwo hin, aber. nicht so ganz, versteck deine Leiche mal nicht, bitte, wenn du fertig bist. Weil wir brauchen ja Leichen im Keller. Also jeder hat Leichen im Keller, deswegen brauchen wir auch welche. Ja, ich glaube, die spawnt aber irgendwann. Lass doch einfach. Aber du kannst doch nicht deine eigene Leiche im Keller haben. Natürlich. Warum nicht? Habe ich doch auch. Ach, du bist der Klon, ne? Ja, hatten wir ja schon mal das Thema. So, die Bilderchen. Ich glaube, ich muss was drin lassen, damit die Leichen nicht despawnen, ne? Was ist hier eigentlich? Ach, Stöckchen. Hol Stöckchen. Noch Stöckchen. Hol Stöckchen, los, Tro, lauf. Hol Stöckchen. Ja, das Einzige, was wir mal gucken müssen, ist, ob wir meine Höhle vielleicht so ein bisschen monstersicher kriegen. Ich weiß ja nicht, wie die reagieren werden. Ja, aber also wenn sie ähnlich schlau werden wie die bei Minecraft, dann werden sie einen Weg zu mir finden. Das haben wir auch schon erwähnt, Pox, nämlich, wow. Da wurde jemand angeschrieben. Mhm. Ja, aber nicht ich, das war meine Frau. Macht's auch nicht besser. Das würde ich jetzt auch sagen. Ja, sonst könntet ihr es nicht hören. und zwar, was wir uns gerne als nächstes von den Entwicklern wünschen würden, damit jetzt hier so ein bisschen das Creative ein bisschen beiseite rückt, ja, nämlich so die Monster. Fand ich jetzt mal so cool. Sei es irgendwie so ein kleines Monster, was dann einfach nur rumrennt und dann erstmal Terror stiftet, weil Waffen haben wir zum Verteidigen. Also sowas wie ein Wolf oder so hatte Tro mal angedacht. Genau. Also ich fände Essen und Trinken jetzt sehr cooler und auch Wasserplants. Also ich denke mal, dass sowas dann halt gleichzeitig kommen wird. In dem Moment, wo du dich halt auch gegen, wo du halt den Survival-Aspekt anfängst, musst du halt auch sowas wie Essen und so weiter einbringen. Oh Pox, ich habe schon wieder das Problem mit dem Server. Ah ne, jetzt. Ich weiß nicht, wow, bei mir reagiert er auch nicht richtig gerade.
Moment, achso, das bin ich da unten, der da liegt. Ich hab mich gerade gewundert, so, hä? Wer liegt denn da unten? Oh, ich muss die Leiter ja dann nochmal neu setzen. Wir müssen da, also, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was halt los ist. Ich wollte sagen, war Sprachstörung, hä? Ja, irgendwie. Das sind auch nichts Neues. Das sind die Nachwirkungen von Silvester. Obwohl ja, Silvester schon lang vorbei ist, aber... So. Ja, also. Sieht der Keller doch schon gleich viel besser aus. Echt? Sieht er besser aus? Ja. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Hä? Du bist doch gerade im Etage. Keller. Ja. Meine Güte, ey, hallo. Denkst du, ich achte auf das, was ich baue? Oh. Ich lasse meiner Kreativität so viel freien Lauf, ja, dass ich das gar nicht mitbekomme, was ich mache. Ich dachte gerade, dass deine Kreativität gar nicht mitbekommt, dass der Stall weg ist. Also der Laufstall. Achso. Jetzt. Wo ist mein Mausfall? Hilfe! Wo ist der Pox? Ich bin hier oben an der Blockbank. Achso, gut, ich mache jetzt erstmal ganz kurz die Leiter weg. Ich guck nur, was? Achso, ich sollte vielleicht bei Fliesen gucken, nicht bei Putz, ne? Sind es gleich die 1, 2, 3, 4, die du da unten benutzt? Weiß ich nicht, ich habe den Favoriten. Der Nachteil der Favoriten. Warum habe ich das jetzt hier am besten machen? Warum habe ich ein Nudelholz? Keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wofür das ist, aber man kann es auf jeden Fall bauen. Man soll hier später auch backen können. Also ich kann dir erklären, für was es ist. Ich weiß das ganz genau. Tro, schon wieder tötest, komm mal her. Und da sieht man wieder, Pox ist die Bitch in der Familie. Richtig. Was hat das mit Bitch zu tun, wenn ich Tro töten will? Nee, mit dem Nudelholz und so. Was hat das? Hallo. Hallo. Ich weiß zwar nicht, wo ich lang graben muss, aber ich grabe einfach mal. Werd schon irgendwo auskommen. Warte mal, ich guck mal, wo warst du? Da bist du. Du grabst in die Richtung und... Ja, kommst schon in die richtige Richtung. Gut, dann passt ja. Halt, weil ich denke mir, so ein Durchgang nach darüber wäre vielleicht ganz praktisch für uns. Du hättest auch mal die ganzen Baumstumpfe erstmal wegmachen können, ne? Ja, aber da unten liegt noch Holz und ich weiß nicht, ob das despawnt, deswegen. Achso. Aber ich bin ja nicht Pox, der todesmutig in irgendwelche Löcher springt. Ich spreng in jedes Loch. Ich habe einen Weg darunter gemacht. Okay, wo? Das wusste ich nicht. Seid ihr eigentlich? Ich bin jetzt gerade bei der Baumfarm. Oh Mann, ich sehe hier wirklich, wie die Bäume langsam wachsen. Ich habe jetzt hier schon die Zwischenstufe. Wie kann man sich Pox jetzt hier angucken? Geh da weg, los! Lass mich raus hier! Oh. Na toll, jetzt habe ich mich auf die Höhle gepackt. Ja, ich weiß, ich bin hier doch noch dran. Deswegen sage ich ja, man sollte mir hier nicht unbedingt immer folgen, weil ich die Höhle halt wirklich so konzipiere, dass man gerade so durchkriechen kann. Habt ihr gehört? Also man kann sich hier jetzt schon die Bäume angucken, wie sie halb gewachsen sind. Falls ihr das euren Zuschauern noch zeigen wollt. Haben sie bei mir schon gesehen, da ich in der Baumfarm gearbeitet habe. Achso. Ach, der Pox ist auch da. Ich sag doch, ich stehe neben dir. Ich höre nur Der taucht talk, einfach talk. Auf, ne? Echt. Ach ja, wir haben dann während der Servervorstellung dann auch rausgefunden, dass man das Klopfen extrem weit hört. Ja. Das macht. Also wir haben gesucht und wollten schon irgendwie fast bis zum Erdkern und... Was ist, Pox? Der Baumstumpf ist gerade... Ach so. Du meinst dieses, wo sie komplett einmal durch die Kante fliegen? Synchron einschlagen auf den Baum. Ja, wenn du nicht willst, dann nimm ich halt. Hat er denn Setzlinge, der Junge? Wer, ich? Ja. Der Sanrillas hat Setzlinge. Achso. Sanrillas, der Setzling. Was sagst du eigentlich zu dem Zaun, den ich hier gemacht habe? Den hast du sehr, sehr, sehr schön gemacht. Da hast du wahrscheinlich Latte für Latte selbst hingesetzt, oder? Ja. Mein herzliches Beileid, lieber Tro. Nee, es ging eigentlich ganz schnell und einfach. Ja? Ja, und? Dadurch, dass man das ja mit G fixieren kann. Genau. Oder war es G? Ich glaube, G war es, ja, G. Ich hab's gar nicht weiter ausgetestet. So, was wollte ich denn? Eine Leiter. Leiter an. Holzleiter. Leiter alt. Metall. Holz. Okay.
Hi, Pox. Ich dachte, du wolltest F2 nicht wieder benutzen. Ich glaube, der ist runtergefallen irgendwo. Ja. Ach so. War vom Baum. Nein, ich bug mich schon wieder durch die Karte da hinten irgendwo. Einfach so plupp durch. Ach so. Wow, was ist in dem Fass alles drin? Wir haben gesammelt. Ja, da machen wir mal ein Fass auf, oder? Ich hab ja, natürlich. Hier noch jede Menge Steine für dich, Droh, wenn du die möchtest. Oh. Das ist praktisch. Ne? Au. So. Immerhin wollen wir uns ja bald unser Let's Player-Schloss kaufen, bauen. Genau. Was? Das Let's Play-Schloss. Was macht ihr jetzt eigentlich hier, wenn ich fragen darf? Also ich baue den Tunnel darüber, weil dann komme ich von meiner Höhle auch ganz locker zur Baumfarm, ohne oben lang rennen zu müssen. Außerdem sieht's lustig aus. Du hast Probleme mit dem Tageslicht, oder? Kann das sein? Wieso? Naja, wenn du überall einen Tunnel hinbaust, ohne obenrum lang zu müssen. Hallo, Let's Player? Tageslicht? So? Wie war denn das nochmal? Ich musste 5 drücken, ne? Oder? Nee. Was? 5? War... Wie war denn das nochmal? Nee, 0 war das, um zu fixieren, ne? G. Das war G. Nee, nee. Ich meine hier wegen der Leiter runtersetzen, das meine ich. Ach so, das weiß ich nicht. War denn das nochmal? Was mache ich hier eigentlich jetzt die ganze Zeit schon wieder Sinnloses? Keine Ahnung. Du könntest mir wieder ein Klavier in meine Höhle stellen. Weißt du, wie viel Holz man dafür braucht? Weißt du, wie viel Holz in dem Fass ist? Ja, das brauchen wir jetzt dann für unsere Burg. Ach, die Burg wird aus Stein, du. Die Burg wird aus Stein? Ich hab 30. Bau doch keine Holzburg, da wird doch kein Baumhaus, du Vogel. Nicht? Wobei das ernsthaft eine coole Idee wäre, so selber einen Baum zu strukturieren und darauf dann ein Haus zu setzen. Das wäre sicher was für Tro. Dann ja, kann ich die schon. Werkzeuge. Nur noch an einer. Oder halt, wenn wir die Burg auf einen hohen Berg setzen, dass du dir unten halt dieses Försterhaus, was wir gesehen hatten, dass du dich da mal dran versuchst. Wow. Hä? Ich kann die Werkzeuge nicht, die Bänke nicht richtig verwenden. Ja, das hatte ich auch schon. Musste ich neu einloggen. Oh Mann. Dann sehen die Leute. Das ist, wenn du zu weit weg bist. Nein. Dann seht ihr ja unsere IP. Das kann ich hier unterbrechen, eigentlich. Immer noch nichts. Okay. So, aber okay, gut, wir sind aber auch fertig mit unserer Folge. Ach so, ja, dann muss ich eh nichts mehr. Was zur Hölle ist mit dem Baumgrab passiert? Ich glaub. Der Baum, er lebt! Oh mein Gott! Er lebt! Ich bin unten, ja. Könnt ihr euch das mal kurz angucken? Der Baum lebt! Was, wo, was? Hä? Moment, ja, ich komme hoch. Der Baum lebt! Ich habe Angst! Da Fox? Ja? Was? What the fuck? Warte, ich kümmere mich ganz kurz, dass das Leben aufhört. Nein, töte ihn nicht. Weil er fällt nämlich eh gleich in die Höhle. Schwupp. Schwupp, weg ist er. Ups. Ach so, weil der andere despawned ist, deswegen. Ah, das kann sein. Gut. Ah. Das war's dann auch ja, schon für diese Folge. Ja, nein. Der ist jetzt runtergesprungen. Ich mach ihn da weg, weil das sieht blöd aus, finde ich. Außerdem wäre es schade um den Baum. Oder um das Holz, den da liegen zu lassen. Okay. So, also. Der Zanrillas wird dann gleich hier noch ein paar Bäumchen pflanzen. Jo, ich bin auch schon fast durch mit meinem Projekt. Und ja, wir sagen dann jetzt in dem Augenblick auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschö, tschö. In diesem Sinne, mein Name ist Pox. Die anderen zwei heißen Zanrillas und Tro. In diesem Sinne, haut rein, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.